Tee Gschwendtner ist die Nummer 1 unter den Teefachgeschäften und steht für Premiumqualität, Sicherheit, Kompetenz und Unabhängigkeit. Jedes Jahr werden auf der Welt weit über 4 Millionen Tonnen Tee hergestellt. Das ist eine unglaubliche Menge. Und unsere große Aufgabe ist es, aus dieser gewaltigen Menge Tee das herauszufiltern, herauszuprobieren, was wirklich Qualität bedeutet. Und das sind nicht viel mehr als 0,5%. Dies beginnt in der Teeabteilung, wo ein erfahrenes und international renommiertes Team die besten Tees auswählt. Ebenso hohe Ansprüche werden an die Qualitätssicherung gestellt, vom Ursprung bis zum Teefachgeschäft. Im firmeneigenen Labor wird die Sicherheit aller Teegschwendtner Produkte seit dem Jahr 2000 streng kontrolliert. Die Entscheidung, ein eigenes Labor einzurichten, war für unser Unternehmen von hoher Bedeutung und sicherlich ein Meilenstein der Geschichte. Denn es reicht heute bei weitem nicht mehr aus, Tee einzukaufen, der lediglich super gut schmeckt und super gut riecht. Der muss auch sauber und sicher sein. Denn Tee gilt als gesundes Lebensmittel und genau das garantieren wir mit den Analysen in unserem eigenen Labor. In der Unternehmenszentrale von Tee Gschwendtner werden moderne und eigens für die Weiterverarbeitung der Spitzentees entwickelte Maschinen eingesetzt. Und von hier aus werden auch die Franchise-Partner beliefert. Wir befinden uns jetzt hier in unserer Systemzentrale in Meckenheim. Die Gebäude hier wurden 1993 neu gebaut und inzwischen haben wir 4-mal erweitert. Es wird hier all das gemacht, was man mit Tee tatsächlich auch anstellen kann. Es wird Tee eingekauft, qualitätsgesichert, er wird verpackt, gemischt und natürlich auch versandt und inzwischen von hier aus in alle Welt. Was 1977 mit einem einzelnen Teeladen in Trier begann, ist heute ein international agierendes Unternehmen mit einem flächendeckenden Netz von über 120 Standorten in Deutschland. Wir sind ein deutsches Unternehmen und das heißt natürlich, dass wir ganz besonders stark auch im deutschsprachigen Raum vertreten sind. Seit vielen, vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Es gibt inzwischen Geschäfte auch in Österreich, in der Schweiz. Und besonders schöne Entwicklungen gibt es auch im arabischen Raum. Dort gibt es mehrere Fachgeschäfte inzwischen in Amerika, in Brasilien. Und ja, wir sehen in der Auslandsentwicklung noch viel, viel Potenzial.